Ja, nee, okay, es ist halt das Lied, ne? Ich verstehe zwar nicht, woher es sich, wie es sich erdreisten kann, so lautstark zu grölen, aber okay, sei es so. Ja, ich könnte natürlich die Ausreden durch den Club fliegen lassen und sagen, dass ich vielleicht ein bisschen zu wenig geschlafen hatte beim letzten Mal oder so, aber mal ganz ehrlich, du könntest hier 5 Wochen Weltreise gemacht haben und spielst das jetzt 10 Minuten und bist trotzdem wieder angepisst. Also ich glaube, da hilft dir die beste Auszeit nicht. Ja, also wir müssen das jetzt hier anscheinend Schritt für Schritt analysieren, auseinandernehmen, exekutieren, um dann im besten Fall die Kristalle finden zu können, weil das Spiel ist irgendwie der Meinung, dass es gut wäre, blau zu blau zu machen und hier dementsprechend noch 4 weitere von ihnen zu verstecken. Ursprünglich waren es ja mal 10, also ich finde, dass man da 6 oder generell grundsätzlich überhaupt einen gefunden hat, ist schon sehr, sehr beachtlich, aber das Spiel will, wie gesagt, noch ein paar mehr haben. Und dementsprechend werden wir uns jetzt hier ganz langsam herantasten. Und ja, da war ich auch schon 583 Mal, aber das ist ja hier, glaube ich, irgendwie nur derselbe Scheiß vielleicht da oben. Das wäre hart. Nee, da ist nichts. Oh, geil. Da bin ich natürlich direkt rein. Ist ja klar. Und so viele Gegner immer noch. Da fällt das gute Suchen natürlich sehr, sehr schwer. Und man muss natürlich schauen, dass man keinen Schaden nimmt, weil sonst verreckert man und müsste rein von der Logik her. Deshalb nochmal, weil ich dachte, der ist der fucking Seehund. Ich dachte, der kann man durch ihn durchlaufen. Nee. Du musst da tatsächlich über ihn. Ja. Der Fisch, der Schneeball, der Seehund, der weitere Fisch, der weitere Schneeball. Ihr wisst aber schon, dass das, naja. In Fachkreisen würde man das jetzt hier schon als Mobbing oder Vergewaltigung bezeichnen. Das ist nicht so nett. Tja. Jetzt bin ich wieder hier und das war nicht klug. Nee, da. Ganz ehrlich, da laufe ich wieder vorbei. Wenn der Fischi mich dann lässt, dann gehe ich das nämlich hier von der Seite nochmal an. Ja, das ist, es ist und bleibt sehr, sehr komisch. Vielleicht hat der hier noch irgendwas auf Lager. Und es geht ja hier darum, 4 Leute noch zu finden. Es geht nicht darum, dass ich unglücklicherweise irgendwo einen verloren habe. Das Spiel möchte mir ernsthaft sagen, dass da noch mehr fehlt. Ach, kicken kann ich auch. Ja, irgendwie, vielleicht kann ich ja dieses scheiß Iglo umkicken und da dann meine Kristalle kriegen. Kann ja sein, dass man, wenn man sich das ausrechnet, wenn es da noch 4 Iglos gibt. 4 Iglus, 4 Edelsteine, das würde natürlich sichtlich passen. Und ich laufe und denke mir jedes Mal weiterhin, nee, da kann doch nichts sein, ne? Aber dann findet man hier und da vielleicht doch noch einen. Eieieiei, irgendwo in der Luft. Nein, tatsächlich nicht. Da hinten, alle 4? Könnte es das sein? Ach nee, da ist ja schon wieder das Auschwitzende. Ja. Vielleicht sind es wirklich 4 Vögel. Kann man die irgendwie penetrieren? Ich weiß nicht. Ich komme da, komm so nicht hoch, ne? Muss ich wohl von der anderen Seite genau so machen. Ja, ohne Spaß, was soll das, ey? ich bin das Level 2 oder 3 Mal vor und zurückgegangen. Und das hat absolut nichts gebracht. Könnte es vielleicht doch sein, dass diese Fische hier was haben, wenn man sie denn mal trifft. Okay, ich warte. Naja, getroffen habe ich es, aber sicher bin ich mir da nicht. Nee, das ist doch zu hart, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, ey. Ja, Leute, was ist denn da jetzt los, hä? Seht ihr irgendeinen Kristall? Gut, ihr müsstet ja das gesehen haben als Zuschauer, ihr könnt ja auch immer vor zurückspulen und so weiter. Also, nehme ich mal an. Ja, vielleicht ist das Spiel ja auch geistig behindert oder so. Ja, und dann nimmt man natürlich immer wieder Schaden. Das Spiel hat einen Schaden. Du, übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut. Kurz vor der Aufnahme. Es ist tatsächlich so, dass dieser Teil von jemand anderes gemacht wurde. Also der
Der erste Entwickler, Infogames, steht noch drauf, mehr oder weniger, neben zwei anderen. Schätzungsweise so als emotionaler Beistand oder so. Dass er da vielleicht nochmal so minimal rübergeschaut hat. Aber dann hat er wohl... Also quasi, um vielleicht das Grundkonzept, irgendwas Grundmäßiges zu bewahren, aber das sieht man hier nicht, ne? Vielleicht wollte er auf Nummer sicher gehen, dass man noch tatsächlich Schlümpfe reinprogrammiert und nicht irgendwie Aliens oder so. Und dann hat sich Infogames so gedacht, also die alten Entwickler, ja, nee, da sind Schlümpfe drin, das passt. Den Rest kriegen sie bestimmt auch hin. Und dann dachten sich die neuen Entwickler so, jawohl, er ist weg. Jetzt können wir endlich unser eigenes Ding machen. Und das ist dabei rumgekommen. Ja, also ich finde, das spricht, wie gesagt, weiterhin für sich. Hätte man damals vielleicht im Nazi-Regime auch verwendet, einfach um die Leute so ein bisschen, grundsätzlich überall. Es muss ja jetzt nicht wieder um den Zweiten Weltkrieg gehen, das mag ja YouTube nicht so, wenn man das so ein bisschen so drüber redet. Nicht, dass mich das interessieren würde, aber ja, ich meine, Leute wurden ja auch schon davor und auch danach verhört, ne, Amerika und so. Da hat man die Leute einfach an den Stuhl gebunden und sie dazu gezwungen, sich das hier anzuschauen, beziehungsweise vielleicht mussten sie es ja auch sogar teilweise selber spielen, nicht wahr? Und da kann ich dann verstehen, dass der ein oder andere dann sein Geständnis bekommen hat. Jetzt bin ich doch gleich wieder hier am Anfang, ne? Irgendwo in der Luft? Zwischen Himmel und Hölle vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch schlecht nachgucken, weil man ja nicht hundertprozentig weiß, welche man aufgesammelt hat und welche nicht. Vielleicht gibt es irgendeine Fähigkeit, die mit der ich irgendwie graben kann oder so. Vielleicht kann ich mich auch ausziehen und die Eskimo-Leute, die lassen dann irgendwie Kristalle fallen oder so, ne? So ein bisschen erpressen die Leute. Ich versuche immer den Fisch zu antizipieren und dann geht's immer schief. Ey, ohne Spaß, das kann doch nicht euer scheiß Ernst sein. Kann ich dich töten? In den Schneebällen? Warte mal. Man kann mit denen spielen. Stell euch mal vor, das ist vielleicht verlangt. Mach eine Dreier-Kombo mit dem Seehund und erhalte einen Kristall. Oh nein. Ich versuch's mal. Kick. Hier bin ich, glaube ich, sicher, oder? Kick. Nein! Nein! Das habt ihr nicht gemacht. Alter. Das Ding ist, ich habe mich vorhin... Das war mir klar, dass das passiert. Das ging mir schon jetzt die ganze Aufnahme so. Ich habe mich vorhin, vor der Aufnahme bin ich Tee trinken gegangen. Und habe mich verschluckt und seitdem habe ich da so ein bisschen Halsprobleme. Und das war jetzt die Krönung. Zu Recht aber auch, meine Freunde, zu Recht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Du musst den Seehund zu einem Volleyball-Match herausfordern und nicht nur den, sondern alle. Oh nein. Nein, 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 nein. Das passiert dir nicht gerade wirklich, oder? Es passt halt wirklich, weil es sind vier Seehunde. Also ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber es konnte man sich ja wirklich zusammenreimen. Also es ist nicht wirklich der Akt, sondern eher einfach, dass du dem Seeotter, Seehund irgendwie Schaden zufügst, ne? Aber es kommt da halt auf dasselbe hinaus. Aber es ist natürlich schwierig mit dem Auschwitzhund, aber ich glaube, Auschwitzfisch. Ich kann ihn aber, glaube ich, von der anderen Seite irgendwie, wenn ich da rüberkomme, ohne Schaden zu nehmen, genau, dann machen wir das nämlich, oder? Nee. Der wartet auch, der Wichser, ne? Scheiße. Doch jetzt, oder was? Hat er nicht gerade gewechselt? Doch jetzt? Okay. Ja. Alter, nee. Nee. Ich komme immer noch nicht drüber weg, ey. Das hat ja schon ein richtiges Silent Hill-Potenzial hier, ne? Rätsel, meine ich. Das muss ich von der anderen Seite machen. Jetzt bloß nicht verspeichern hier. Nicht, dass ich meinen Tod speichere. Boah. Fick die Henne, ey. So eine Scheiße. Uiuiui. Wenn ich jemals nochmal ein Best-of machen sollte, kommt das da rein. Aber Moment. Habe ich einen übersehen? War ich nicht am Anfang? Okay. Okay. Warte mal, oder? Es gab nur drei. Ei, 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 ei.
Nee, da muss einer fehlen, du. Bist jetzt, hui, spontan nicht, wo ich den letzten herkriegen sollte. Lauf, lauf, lauf. Oh, shit. Okay. Naja, ich würde mal sagen, wir haben das Rätsel gelöst, also lösen wir auch das nächste, oder? Die Vögel können es nicht sein, weil die in der Mehrzahl sind. Oh, vielleicht aber jetzt ganz zum Nee, Moment. War ich nicht eben am Ende? Was denn hier, wenn ich denn... Ganz ehrlich, man kann ja nie wissen. Vielleicht... Also, ich meine, jetzt ist die eine Theorie in Erfüllung gegangen. Vielleicht sollte ich doch wirklich mich mal vor denen ausziehen. Das ärgert mich ja jetzt umso mehr, dass ich irgendwie recht hatte, aber dann doch irgendwie einer fehlt. Kann doch gar nicht sein, Mensch. Also die Umgebung wird es jetzt definitiv nicht sein. Und die hier, das kann nicht sein, dass es bei einem geht und bei den anderen nicht. Es muss, irgendwo muss da noch ein Seehund leben. Irgendwo muss ich einen verpasst haben. Frag mich nur, wo. Den da oben habe ich ja penetriert. Oder bin ich jetzt hier nicht weitergegangen? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe wieder mal jegliche Orientierung verloren. Nein, Scherz, ich hatte sie nie. Ich hatte sie doch nie da oben. Ja, okay, 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 okay. Das, so war das. So war das. Schön an den Rand stellen. Treffe ich. Ist eher so ein... Ja, okay. Also ich lasse das mal gelten. Und ja, genau, dann ist das Level nämlich sofort vorbei. Alter, das ist halt... Das kannst du dir nicht ausdenken, ja? Erschlumpfe die Meerestiefen durch. Erschlumpf gleich mal deine Mutter. Wenn du nochmal so eine... alleine, dass du es überhaupt gemacht hast. Müssen wir über ein zweites Mal reden? Das ist wirklich zu heftig. Oh. Oh, jetzt hat die was anderes an? Nee, ne? Ist aber interessant tatsächlich. Wie tief geht das denn? Das ist natürlich auch wieder schwierig, ne? Da muss man schauen, dass man immer Schritt für Schritt von links nach rechts und dann geht man wieder tiefer und wieder und... Aber ganz ehrlich, ich habe so viel Leben. Ist ja, glaube ich, 7, was ich da habe, ne? Dementsprechend bringe ich mich mal logischerweise um. Damit ich da, mir so vielleicht so ein bisschen Schaden erlauben kann. Aber ich glaube, dass... Als ob... Ja, kann ich verstehen, dass die da so ein bisschen geil sind, ne? Wäre ich ja auch, aber... Jetzt ging's komischerweise. Das war nur Zufall. Schnappen die immer nach mir oder ist das zeitbasierend? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hier. Das erinnert mich auch ein bisschen nach. Ach. Ein bisschen an Donkey Kong, muss ich sagen. Wir werden natürlich ganz klassisch wieder das erstmal normal versuchen. Uns alle Mühe dieser Welt geben. Und dann wahrscheinlich. Wow, knapp. In 3 Minuten wieder Safe Sets einsetzen. Null. Oh Mann. Also ist auf jeden Fall deutlich besser, ganz klar. Alles wäre nach diesem Schneedebakel deutlich angenehmer. Ja, gut, ja, wie gesagt, den einen oder anderen Schaden, den können wir jetzt über uns ergehen lassen. Gut, plus minus null. Ein Einwegstrudel anscheinend. Das ist natürlich nicht so fein, weil es sein kann, dass da... Okay, da muss ich mit dem Strom schwimmen. Ausnahmsweise mal. Auch wenn mir das gesellschaftlich natürlich nicht passt. War klar, dass du mich da triffst. Kann ja sein, dass da oben rechts doch jetzt noch einer war. 3 habe ich erst, ne? Kannst du auch mal irgendwie aufhören, mich zu verfolgen? Was ist mit dem? Ja, klar. Da wusste man leider nicht, wie er sich verhält, ne? Das ist ein sehr, sehr ekel... Soll das eine Qualle sein oder ein Oktopus oder so? Ziemlich gruseliger Typ. Ja, oben oder unten lang? Was macht die? Die kickt mich runter. Okay, das war nicht so geil. 5. 5 habe ich. Wo kommen die ganzen Fische her, Mann? Okay, okay, okay. Ich schaue mich dann, glaube ich, immer hier und kann ich eigentlich... Warte mal. Ich versuche mal was. Nee, schneller schwimmen geht hier nicht. Da kann ich dann den Zeigefinger erstmal ein wenig ausruhen. Aber ich kann schon so ein bisschen nachhelfen, ne? Damit sie da schneller nach unten kommt. Ja, den müssen wir dann natürlich so ein bisschen wegkriegen hier. Wo ist das denn? Ist das in der Nähe von dem Ort, wo ich gerade verreckt bin? 2? Also vielleicht finde ich ja jetzt die übrig gebliebenen 5. 3? Wow. Wow! Wie sie einfach 3 fast nebeneinander gebunkert haben. Und dann vielleicht noch der 4. oben rechts, wo ich dann nicht mehr wegen dem Windstuhl komme. Ja, 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 das sind sie.
Das sind genau die, die mir fehlen, verdammte Scheiße, ey. Weißt du, hier musst du so viel Terror machen und da hinten liegt einfach die Hälfte. So unfucking fassbar. Aber das könnte dann dementsprechend mal... Hier müssen wir ein bisschen warten. Ja, ich hab's gesagt. Und dann sogar noch doppelten Schaden genommen. Herzlichen Glückwunsch. Warten, wollte ich sagen. Alter, jetzt ist aber auch mal gut hier, oder? Irgendwo gab's Leben, genau. War das jetzt der? Bin mir nicht sicher. Nachher fehlt mir dann doch wieder einer. Warte, ich geh mal. Ja, nee, rechts, rechts, rechts. Ja. Genau, der. Okay, jetzt habe ich alle. Also, ich weiß, wo alle sind. Noch. Klingt das Handy. Tja, jetzt nicht aufhören und auch vielleicht nicht sterben. Das wäre nicht so geil. Wir müssen jetzt einfach nur überleben. Lau, runter. Nein, du Auschwitz. Wieso ist der denn nicht runtergegangen? Geh doch runter. No risk, no fun. No risk, no... Ja, ich... Also, die Animation sollte vielleicht nicht in... Oh, wow. Nein! Und dann... Ach, Auschwitzi. Aber okay, ja. Komm, einen Versuch noch. Kriegen wir hin. Ja, ich habe wirklich sehr, sehr unnötigen Schaden genommen, ja. Wie war denn das jetzt? Können wir hier... Ja, jetzt geht's los, ne? Das hätte jetzt so gut klappen können hier. Alles mit einem Mal. 3, 4, nee, Herzteil. Autschi, autsch. Herzteil, sind wir jetzt hier bei Legend of Zelda oder was? Ah, ich bin mir da nicht sicher. Ich habe da unten einen gesehen. Oder? Habe ich mir das eingebildet? Oh Mann, ja. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Genau, da war einer. 4. 4, 4, 4 und dann können wir hier weitergehen. Der fünfte ist da hinten. Beim Stududele. Studididudididu. Wie gesagt, hier darfst du halt nicht zu zeitig hoch. Das war ja auch mehr oder weniger unfreiwillig. So, genau. Man sieht es ja leider aus der Perspektive nicht, ob der oben schon weitergeschwurmort ist. Du gehörst auch mir. Genau wie das Herzteil. Wow. Knapp. 4 Stücki noch. Der da unten ist dann auch mein, würde ich sagen. Wenn man, wow, mich dann lässt, muss ich echt hier den Umweg gehen, ja. Tolles Spiel, ganz, ganz tolles Spiel. Ha, egal. Runter. Gönne ich mir, versuche ich zumindest. Naja, das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz, aber vielleicht nehme ich jetzt... Hier weniger unnötigen Schaden. Warte, den können wir austricksen, würde ich sagen. Und dann sind es einfach 2. Okay, den konnte ich problemlos einsammeln. Dann ist da vielleicht noch einer. Ja. Der ist ja so komisch geschwommelert. Leckt mich am Arsch. Lasst mich alle in Ruhe. 1. Wo ist der letzte? Wenn man ihn einsammelt, ist das Spiel vorbei. Ist das Level vorbei? Da ist er. Yo! So schnell kann es gehen, ne? Wenn das Level fair ist, kann man es tatsächlich auch in einer Folge schaffen. Eis, wohin das Auge reicht. Ja! Das ist ein Indikator für mich, hier definitiv aufzuhören, denn auf mehr Eis habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, muss ich sagen. Das, also ich meine, Eis geht, nur Schneesturm ist ein bisschen, ja, das ist okay. Ist okay, würde ich sagen, aber der Pinguin, der, der hat doch, schaut ihn euch an, der hat doch schon, Alter, ich sag euch, der vergewaltigt mich gleich, ne? Holy shit. Das ist echt eine gruselige Momentaufnahme. Hauptsache, das Wasser steigt. Vielleicht steigt es ja jetzt einfach während der Vorbereitung auf die nächste Folge. Alles wird vom Meeresspiegel penetriert und dann laufen auch vielleicht die Credits. Ne? Das wäre doch mal was. Aber ja, also wirklich das muss definitiv direkt auf Telegram hochgeladen werden, Alter. Das ist ja so lächerlich, was da passiert ist, ey. Boah. Bis zum nächsten Mal. See ya.